Morgen. Sodla, starten wir wieder. Wir fahren heute auf zur über nach Stalitza, genau. Und dann Richtung Pusti Gost. Das haben wir schon online gestellt und da wollen wir jetzt einen Trail ausprobieren Richtung Kios sofort. Ja. Vielleicht geht er, vielleicht nicht. Wir haben heute Shuttle-Unterstützung. Wir machen das im Freial eigentlich immer so, dass wir da die längeren Touren klar im normalen fahren, weil das sind teilweise 60 bis 80 Kilometer, dann sind über 2000 Kilometer gleich mal, also da ist mit dem E-Bike gar nichts verloren. Und die kleinen Geschichten, da machen wir mit denen aber, weil da unten gibt es noch keinen Transfer. Gell? Nein, eben. Und da außer Zonkolan und Sella Nivea. Ja, genau. Aber so schafft man halt auch viel mehr. Genau. Kleinschen. Das ist der Herbst, das ist nicht das WC von Resiut, sondern das ist unser Brunnen. Mega Brunnen. 1915. Und das ist ja nicht die Meereshöhe absolut, sondern das ist, wo der Brunnen gebaut worden ist. Das ist da hinten 60 Grün zu dir, da ist genau der Grenzstau. Jetzt geht die Kurve gerade aus, jetzt wieder da hinten ist der Grenzstau. Bis daher hat es einmal K&K gehört, und dann Kaiserreich, und da ist der Brunnen gebaut worden. Der Brunnen hat über 104 Jahre einen Buckel und geht noch wie eins, eigentlich ein Wahnsinn. Da haben schon ein paar Liter durchgegangen. Gut, verlieren wir das Wasser aus. Passt. Ich hab noch. Wir haben in der Früh einen Spike-Service gemacht. Und wir waren jetzt so lange am Weg. Und wir sind nach die Tour noch runter mit dem E-Bike gefahren. Das war einfach so satte Stimmung, oft mal knapp, dass wir so einen Sundowner gemacht haben. Und jetzt haben wir in der Früh einmal die Bremsbeläge tauschen müssen und alles. Weil das war einfach sowas von lang. Ja, das stimmt. Das Wasser ist so gut. So, la. Der Stalitze ist dann eins gesagt, angesagt, kleinster Gang und rauf geht's. Genau, ich fahre jetzt auch mit Echo, weil mein Gott, man braucht den Zwischenanstieg nicht, aber der Trail ist echt cool. Aber die Rampen da rauf ist richtig heftig. Also, wir waren letztes Jahr da, da ist mir ein Fatbike gemacht, weil ich mir das einbild tue. Und da war es so heiß, also über 35 Grad halt. Und da hat es oben brennen angefangen und dann musste ich ihn queren. Da ist Hubschrauber geflogen und da ist ich mir gefühlt wie Call of Duty. Auf jeden Fall, die Rampe hat es echt in sich. Aber man ist schnell um und hat einen Hammer-Trail dann ins Valresia-Alche. Genau. Und Augen auf, voll viele Wege und so sind da rein nicht in der Kast. Die sind einfach zum Exploren und zum Erkunden und die sind echt Hammer. Also da ist sicher nur, sag ich mal, ein Drittel in der Kast aufgenommen in den Teil und das ist schon ganz cool. Was sagt die Vicky? Top. Ja, die Vicky wirklich nur ein Drittel von mir. Deswegen fahrst du sie da rauf. Ja, eins. Auf die Ebene hast du. Auf die Ebene hast du dann. Und ja. Ja, hier sind wir gleich um. Ja. Es werden nicht flacher. Das ist echt so krass. Also wenn wir das Mittelteil auch noch ziehen, wird es kurz am Ende. Ja. Es schaut aber gleich aus. Genau. Da habe ich einen kleinen Gang drin, dann sind auf die Stuben rauf und immer eigentlich die Neigung. So, zah. Da kommt es runter, dann steigt es jetzt. Ja. Oben sind wir. Genau. Ja. Das ist jetzt so der klassische Aussichtsberg, Mountain Lash. Nein, also wir werden ihn gefunden und sagen, man sieht echt recht gut an. Boah, das sind knapp 600 Höhenmeter. Sieht sich selber, also es ist schon ein Knopfdruck, wenn man einen Helm hier legt beim E-Bike, schaltet man gleich drei Stufen auf und nieder. So, da von unten ist Kio Safate. Das ist die Vicky. Hallo. Genau. Und
Cima Terra Rossa, wo wir gestern waren, ist dann da oben. Genau. Und jetzt muss ich auch schauen, das da vorne ist der Monte Llama, was wir online haben. Und da in diese Berggänge, da die Querung durch, was ich gestern gesagt habe, wie Haus auf dem Block. Aber wie gesagt, Achtung, die ist wirklich recht extrem. Kreta d'Arteiro sei. Ist da drin, ich hoffe, da spricht das alles richtig aus. Die Namen sind teilweise echt ein bisschen schräg da. Da sieht man das ganze Kanal da. Genau. Und da hinten ist dieser Monte Flop, was wir oft fahren. Da ist alle die Wiki zur Orientierung. Spring einmal! Spring einmal! Ja. Geh ein bisschen nach rechts. No? Nächstes. Spring wieder. Nur mehr. So. Genau. Ja. Wirklich schön da. Da vorne auf den sollte auch was gehen. Geht sofort aus. Aber wie gesagt, da ist glaube ich alles zum Drang. Also wirklich ein Gebiet, was auch nicht ausgeht. Vicky hat eine Höhenangst, deswegen packe ich die jetzt da einfach. Und ja, komm her. Ja, komm sie her. Komm her. Komm her. Die muss man dann einfach da herziehen. Komm her jetzt an. Komm her. Komm her. Ja, die muss man einfach herziehen da zu der Sache da. Da. In die Hand, das ist nicht voll, weil ich gar nicht drin habe überlassen. Nein. So, jetzt sind wir im zweiten Bücher rum. Ja. Es ist echt schön. Jetzt ist die Sonne gerade rausgekommen und es druckt sowas vorher. Das ist da hinten, das hat jetzt aufgerissen. Und in der Nacht leicht kriegen, es ist wirklich ein Traum. Ja, die Straße war gleich wie die Stalitzhaufe. Und für uns geht es jetzt auf den Abschnitt Richtung Chiusa Forte, da gibt es zwei Wege. Ich hoffe, dass da einer von den zwei tut. Wenn wir jetzt mal schauen, jetzt ein bisschen Restrisiko mit dem E-Bike, da haben wir dumm Explorer, aber im schlimmsten Fall haben wir. Ja? Ist mega, weil wir gut voll für Abfahrten machen. Ja, ist echt super darum. Einmal ja. Das Chiusa Forte, was wir jetzt probieren, dann einmal. Auf die Ghost? Genau, mega, und dort außen mal links geht weiter, andere den genau, zwei. Von der einen immer noch genau zwei. Also das ist echt cool, das Valrese ist ein super, super Platz. Ja. Voilà, sind wir in den Kapellerl herum. Auto läuft immer noch. Hat einen leichten Spaß gefunden. Super. Weil ich natürlich nicht alles eingepackt habe daheim. Haben wir natürlich jetzt Fenicil kaufen müssen. Wenn es da um die Jahreszeit fährt, jetzt so normal, dann immer irgendeine Insektencreme oder Gel oder irgendetwas mitnehmen. Es sind einfach total viele Moskitos. Ich hätte es auch nicht gemeint. Wir sind zerstochen ohne Ende, überall, komplett. Und es juckt natürlich wie Sau. Ich habe es jetzt einige Tage schon versucht ohne, aber es geht nicht. Ich hole jetzt aus. Ja, du schon. Das ist so schön. Blödsinn. Ja, auf alle Fälle nicht vergessen. Der Stil ganz, ganz gut. Und ist nicht gerade günstig gewesen. Also, da haben wir nicht mehr besser.
keine E-Bike-Fahrer verwenden, muss dazu sagen. Natürlich. Ja. Scheiße. Cut. Sodala, weil das alte Gemäuer ja die haben ein bisschen wie angibt, muss man es halt durchschirmen da, aber das ist jetzt wirklich an der Grenze, also schmöher darfst du nicht sein. So, aber dass man da durchkommt, aber da hinten geht die Party schon weiter. Inde gut, alles gut? Ja. Der war jetzt echt hart. Ja. Das war so S3 teilweise, hoch S3. Das ist echt heftig. Boah, also ich will mir jetzt sagen, der Bach ist eine gefahren. Mit der E-Pitchi magst du ganz schön arbeiten, ja. Aber cool, also die Runde ist echt cool. Und 638 hat der gekostet. Ja. So, ja. Aber echt super. Echt cool. Gut. Mega. Jetzt haben wir noch ein bisschen Kaffee trinken da. Ja. Wir sind jetzt in Kiuser Pfote. Und echt voll schön da. Wieder ein bisschen in Ordnung noch. Genau. Also, wir gehen dann alle ins Wochenende. Danke fürs dabei sein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.